Hallo meine Lieben, Catrice bringt mal wieder eine neue LE raus. Das habt ihr schon von mir gehört vor kurzem? Richtig, und zwar diesmal gibt es eine neue LE, die im Mitte Mai rauskommen wird. Um welche es sich handelt und warum ich so begeistert bin und warum ich so strahle, ganz einfach. In dieser LE hat Catrice erneut mit der Fashion Week zusammen, beziehungsweise mit einem Designer auf der Fashion Week, beziehungsweise ein Motto auf der Fashion Week zusammengearbeitet. Und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, denn ich habe keine Ahnung, wie man das richtig aussprechen sollte. Wenn nicht, verbessert mich gerne. Es handelt sich hierbei um die Caviar Grange, ich habe keine Ahnung, ich blende euch hier den Namen einfach nochmal ein, der steht ja auch unten. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich ihn aussprechen soll. Jedenfalls ist das eine LE, die für den besonderen Tag der Frau, natürlich auch für den Mann, aber besonders für die Frau entwickelt worden ist. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Hochzeits-LE. Ich sage es ganz einfach und salopp, denn ich bin so verliebt. Diese LE ist genau mein Ding, ob ich nun heirate oder nicht, das dahingestellt, ne? Aber die muss ich einfach haben. Diese LE wird in ganz super schönen, zarten Farben sein, in gedeckten Farben sein, pastellig. Und wird das Gesicht einfach super schön natürlich verzaubern sozusagen. Man hat nicht viel knallige Farben, was auch an einem Hochzeits-Make-up überhaupt nicht vertreten sein sollte, meiner Meinung nach. Daher hat Catrice eine super, super schöne LE zusammengestellt. Und wir fangen einfach mal an mit dem Highlight. Ja, wir fangen knallig mit dem Highlight an. Und zwar handelt es sich bei diesem Highlight um eine Palette, die Face and Eye Palette. Hier sind zwei Farben zum Konturieren drin und 6 Farben für die Augen. Und was nicht fehlen darf, ist ein weißer Kajal, damit die Augen an dem besonderen Tag natürlich super schön groß und strahlend wirken. Die Farben sind teils matt und teils leicht schimmernd, was ich total schön finde. Denn nicht jeder mag das Matte und nicht jeder mag das Schimmernde. Und so hat man eine super Auswahl an verschiedenen Formulierungen. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und das ist auf jeden Fall das Herzstück für mich. Und ich hoffe, 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 ich kriege das in diese Palette. Denn ihr merkt es ja schon, ich rede total hysterisch. Ich bin einfach verliebt. Machen wir weiter mit den Highlighter. Und hier, dieses hier ist ein Highlighter, der in Kugelform kommt. Von diesen Highlighter-Arten habe ich sogar nur einen einzigen zu Hause und den liebe ich. Deshalb muss auch dieser unbedingt in mein Einkaufskörbchen wandern. Der hat leichte Schimmerpartikel, soll dem Gesicht einen ebenmäßigen Tau bilden lassen. Und oh, ihr seht es ja, das florale Muster auf der Verpackung ist einfach wunderschön. Und jetzt kommen wir zu den Lipglossen, die einen Hauch von Farbe auf die Lippen zaubern soll. Denn wenn man das Ja-Wort gibt, achtet man natürlich super doll auf die Lippen. Und hier soll der Lipgloss einen zarten, semi-transparenten Farbton auf die Lippen schmeicheln. Entweder in einem hellrosa oder in einem hellen Aprikot. Und ich bin absolut verliebt in diese Farben und hoffe, dass der ein oder andere diese Farbe sich natürlich zulegen wird. Denn ich bin definitiv in einem Himmel. Jetzt kommen wir zu den Nagellacken, denn auch das darf nicht fehlen. Wenn der Ring schon perfekt sitzt, dann sollten auch die Nägel dazu im Fokus stehen können. Klar, sie sollten nicht so stehen, dass man sagt, bam, da sind ja Nägel, aber der Ring ist im Hintergrund. Auf gar keinen Fall. Und deshalb hat Catrice sehr schöne, zarte Pastelltöne gewählt. In einem Rosa und einem Flieder, das einen zarten Schimmer auf die Fingernägel zaubert. Und in einem Grau und Aprikot, die in einem plainen Effekt kommen soll. Ich habe gerade keine Ahnung, was Plain-Effekt ist. Wenn ihr das wisst, bitte schreibt es mir in die Kommentare, denn dann können die anderen auch daraus profitieren, um zu wissen, was ein Plain auf den Nägeln sein soll. Ich vermute, dass Plain sowas in der Art ist wie ein Matt, aber doch nicht ganz matt. Aber auf jeden Fall wunderschöne Farben. Das Grau soll gerade so im Gegensatz zu den sonst sehr hellen Farben, typisch weiblichen Farben stehen. Und das ist auch tatsächlich die Farbe, die mich am allermeisten interessiert. Denn man hat oft diese zarten rosa Aprikottöne dann doch schon auf Hochzeiten gesehen. Aber ein so ein schönes, es ist für mich ein Fliedergrau, muss ich dazu sagen, habe ich selten gesehen und freue ich mich natürlich super doll, dass Catrice dort eine Farbe rausgebracht hat, die ich so noch nicht gesehen habe. Und freue mich dann, sie anwenden zu können, obwohl ich schon gefühlte 1550 Nagellacke habe. So, meine Lieben, das war es dann jetzt auch schon von der LE. Es ist nicht viel, aber es ist tatsächlich alles das, was ich gerne haben wollen würde. Verrückt, oder? Ich heirate gar nicht, aber ich bin so verrückt auf diese LE. Und ich glaube, ihr merkt das auch an meiner Art, wie ich über dieses Produktplacement, wie auch immer, geredet habe. Für alle Mädels, die jetzt heiraten, ich kenne einige, schlag zu, ich glaube, das sind wirklich ganz, ganz, ganz tolle Produkte. Und auch für die Mädchen, die nicht heiraten,
Who cares? Wer darf nicht auch eine Prinzessin am Alltag sein und super schön aussehen? Und ich glaube, dass diese Produkte das auch wirklich in der Tat hinkriegen werden, dass jede Frau sich wie eine kleine Prinzessin fühlt. Und wer weiß, vielleicht kommt dann das Ja-Wort schneller, als man denkt. Bis dahin, Mädels, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert haben solltet, dann drückt auf den Abonnier-Button. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Tschüss!